Die Börsen sind eingebrochen, Öl ist eingebrochen. Das heißt natürlich auch, dass Ölaktien auch massiv eingebrochen sind. Das ruft jetzt aber wieder Schnäppchenjäger auf den Plan, vor allem Dividendenjäger, denn wir haben im Ölsektor mittlerweile teilweise enorm hohe Dividendenrenditen. Ist es eine Chance oder muss man da sagen, Finger weg von Ölaktien? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Das Coronavirus hat die Börsen fest im Griff, die Börsen sind abgestürzt und es merkt auch jeder so langsam, wie das Thema auch das eigene Leben beeinflusst. Beim einen natürlich mehr, beim anderen weniger. Also ich wohne zum Beispiel in München, das wissen Sie vielleicht schon. Bei uns sind jetzt die Schulen zu, die Kindergärten sind zu. Und was noch schlimmer ist, keine Starkbierfeste und keine Spiele vom FC Bayern. Letzteres wäre mir jetzt nicht so wichtig, aber Sie glauben ja nicht, wie das die bayerische Volksseele beeinträchtigt. Ungeachtet dessen kann ich Ihnen aber melden, auch die Bevölkerung im Süden reagiert in dieser schwierigen Lage angemessen und umsichtig. Ein kleiner Rückgriff noch auf mein letztes Video. Da ist es ja um das Coronavirus und um den Crash an den Börsen auch schon gegangen. Ich habe hier noch mal eine kleine Grafik. Das sind die gemeldeten Coronavirus-Neuinfektionen auf Tagesbasis seit Jahresbeginn. Und was wir hier sehen, die blauen Balken, das sind die Neuinfektionen innerhalb Chinas und die orangen Balken sind die Neuinfektionen außerhalb Chinas. Und das bestätigt eben nochmal, was ich letzte Woche eben auch schon gesagt und angedeutet habe. Außerhalb Chinas gehen die Fälle jetzt dramatisch nach oben, das ist gar keine Frage, das hören wir ja jeden Tag. Aber innerhalb von China gehen sie jetzt wirklich stark zurück. Wir haben am Mittwoch in China noch 15 neue Fälle gehabt, nur noch, und am Donnerstag waren es sogar nur noch 8. Das heißt, wenn es nicht ganz dumm läuft, dann hat China zumindest das Thema jetzt langsam wirklich hinter sich. Anders als die übrige Welt natürlich. Außerdem ist es auch so, dass in China die Produktion wieder anläuft, so langsam, die Fabriken fangen wieder an zu laufen. Und weil das so ist, halten wir es auch für möglich, dass Peking demnächst auch neue Konjunkturprogramme auflegt. Und dazu, das habe ich ja schon angekündigt, dazu gibt es morgen von uns einen Zukunftsmärkte-Report zu dem Thema. Also Konjunkturprogramme in China. Was ist da denkbar und welche Branchen könnten davon profitieren? Wenn Sie also in diesen schwierigen Zeiten als Anleger Perspektiven brauchen, bitte, die Reports von uns sind kostenlos und die bleiben auch kostenlos. Das Einzige, was Sie machen müssen, Sie müssen sich einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und morgen geht der Report eben raus. Also, wie gesagt, am besten gleich anmelden. Gut, sprechen wir über Ölaktien. Wir haben ja nicht nur die Coronavirenkrise, wir haben jetzt mittlerweile ja auch eine Ölkrise. Die hängt schon mit der Corona-Krise zusammen, weil dadurch die Ölnachfrage weltweit natürlich zurückgeht. Aber es kommt noch was dazu bei der Sache. Und zwar die OPEC-Staaten und Russland, die haben sich nicht auf neue Produktionskürzungen einigen können. Und nicht nur das, diese Länder, die heben die Produktion jetzt sogar noch an, mitten in den Nachfragerückgang bei Öl hinein. Und das kann dazu führen, dass wir demnächst eine Überproduktion haben am Markt von 4 Millionen Barrel, und zwar pro Tag. Und das ist dem Ölpreis natürlich nicht besonders gut bekommen. Das hier ist jetzt mal Brentöl, der 2-Jahres-Chart. Brentöl ist allein letzte Woche um fast 30% gefallen und war dann nur noch bei 34 Dollar pro Barrel. Und das vor dem Hintergrund, dass es wirklich Anfang Januar noch 66 Dollar wert war. Also damit hat sich der Preis ja seit Jahresbeginn so gut wie halbiert.
Soll man in so einer Situation jetzt Aktien von Ölgesellschaften kaufen? Ich meine, auf der anderen Seite, sie sind ja jetzt billig und außerdem gibt es viele Ölkonzerne, die auch sehr gute Dividendenzahler sind. Das mit den Dividenden, das ist aber immer ein bisschen umstritten. Also die Fans von solchen Aktien, die sagen ja gerne, was gibt es denn Besseres als Aktien von großen, soliden Unternehmen, die hohe Dividenden ausschütten und vor allem stetige Dividenden ausschütten in einer Zeit, in der es keine Zinsen gibt. Was Besseres kann ich doch gar nicht kaufen. Aber die Kritiker von solchen Dividendenstrategien, die warnen dann in der Regel und sagen, Vorsicht! Wenn eine Dividende so hoch ist, so überdurchschnittlich hoch, dann hat die Sache in der Regel einen Haken. Weil warum sollte man am Markt denn was geschenkt kriegen? Und dadurch stehen wir dann eben immer vor der Frage und müssen das im Einzelfall prüfen, weil wir sonst nicht wissen, haben wir hier ein lukratives Investment jetzt am Ende vor uns, wo wir wirklich nur noch zugreifen müssen, also steht da die große Geburtstagstorte oder ist das jetzt ein aufgespanntes Tellereisen und wir in unserer Naivität, naiv wie wir sind, greifen voll rein am Ende. Und bei den Ölaktien ist es ja so, da hätten die Skeptiker jetzt erstmal recht gehabt. Bei den Ölaktien sind die Dividenden ja schon lang sehr hoch, aber wer da zum Beispiel vor ein paar Monaten noch gekauft hat, der ist jetzt ja momentan erstmal richtig dick im Minus. Das ist zum Beispiel die Aktie von BP, British Petrol in Euro. BP war schon immer ein guter Dividendenzahler, aber trotzdem eben, wer hier zum Beispiel vor einem Monat gekauft hat, der liegt jetzt 30% im Minus. Und das ist noch gar nicht mal so überraschend viel, wenn man bedenkt, dass ja auch der Ölpreis sehr stark gefallen ist. BP hat letztes Jahr noch einen Nettogewinn von 10 Milliarden Dollar erwirtschaftet und hat damit auch die Erwartungen übertroffen. Und BP hat außerdem letzten Monat die Dividende sogar noch mal erhöht. Und damit hätten wir Stand Freitagabend bei BP jetzt eine Dividendenrendite von 9%. Zumindest in der Theorie. Das ist schon mal sehr ordentlich, aber es gibt eine andere Ölaktie, für die interessieren sich die Dividendenfans sogar noch mehr, nämlich Royal Dutch Shell. Das ist die B-Aktie und die ist noch deutlich stärker gefallen. Wer da vor einem Monat gekauft hat, der liegt jetzt sogar 45% im Minus. Und dafür hätten wir aber auch aktuell eine Dividendenrendite von sage und schreibe 13%. Und das Interessante ist, dass die auch auf dem Niveau bleiben könnte, weil Shell die Dividende seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr abgesenkt hat. Auch nicht in der Finanzkrise und auch nicht bei dem Ölpreiseinbruch 2014, 2015. Das ist jetzt zwar keine Garantie, dass das nicht doch passieren könnte, aber es ist schon ein Indiz. Also die Dividende ist denen offenbar heilig und es muss schon viel zusammenkommen, dass die jetzt wirklich gesenkt wird in nächster Zeit. Worüber man sich aber auch klar sein muss, wenn der Ölpreis da bleibt, wo er momentan ist, dann werden sowohl bei Shell als auch bei BP die Gewinne massiv einbrechen. Und dann zahlen die vielleicht zwar immer noch ganz hohe Dividenden, aber das Geld dafür wird jetzt nicht mehr wirklich dann erwirtschaftet im operativen Geschäft, sondern das würde dann voll aus der Substanz kommen. Und das ist nicht nachhaltig natürlich und darum kommt es wirklich die nächsten Jahre darauf an. Bleibt der Ölpreis so, steigt er wieder oder fällt er sogar noch weiter? Ich habe schon erwähnt, wir haben auf dem Ölmarkt zurzeit ein Überangebot und trotzdem haben sich die OPEC und Russland nicht darauf einigen können, dass sie die Förderung weiter zurückfahren, was ja den Markt vielleicht dann doch ausgeglichen hätte ein bisschen. Russland hat sich da aber geweigert, da mitzumachen und das war schon sehr überraschend neulich. Und jetzt ist es sogar so, dass auch Saudi-Arabien sagt, wenn ihr nicht mitmacht, dann ist es uns auch gerade mal egal und dann heben wir die Produktion nämlich auch nochmal an und dann machen wir wenigstens mehr Umsatz, wenn schon der Preis fällt.
Warum sich Russland da geweigert hat, das ist nicht so ganz klar. Man sagt aber, Russland will damit die amerikanische Fracking-Industrie angreifen. Die ist ja der neue Konkurrent auf dem Markt. Die OPEC hat in den letzten Jahren immer wieder gekürzt und dafür haben die USA aber immer mehr produziert, obwohl sie da höhere Kosten haben. Und dadurch, dass man den Ölpreis jetzt fallen lassen würde, dadurch greift man die an. Das kann auch alles eine Rache sein, zum Beispiel für die amerikanischen Sanktionen. Das wird auch immer wieder kolportiert. Auf jeden Fall geht man aber davon aus, das Ganze ist eine Kampfansage an die Fracking-Industrie. Es wird aber für alle anderen natürlich auch nicht ganz einfach. Also Saudi-Arabien produziert an sich billig, aber für den Staatshaushalt von Saudi-Arabien, da sagt man, braucht man einen Ölpreis von 80 Dollar pro Barrel, damit der ausgeglichen ist und nicht von 35 Dollar pro Barrel, so wie jetzt. Bei Russland sind da die Relationen ein bisschen besser. Russland sagt, man braucht einen Ölpreis von ungefähr 40 Dollar. Damit käme man dann fast ja schon hin. Russland hat auch schon mitgeteilt, das ist für uns gar kein Problem, der momentane Ölpreis. Wir haben Reserven, wir haben gespart. Das stimmt auch soweit. Also Russland hat Reserven. Und der russische Finanzminister hat auch schon gesagt, wir halten das Ganze locker 3 bis 4 Jahre durch. Das ist also die Botschaft, die Russland jetzt an den Ölmarkt sendet. Aber die eigentliche Botschaft, meiner Meinung nach, die da dahinter steht, das ist ja eine ganz andere. Russland sagt damit ja auch, also wir können den Ölpreis jahrelang drücken, wenn es sein muss, aber es wäre schon gut, wenn er irgendwann mal wieder höher ist als jetzt. Weil irgendwann wird es nämlich auch für uns sehr unangenehm. Also es ist jetzt schon unangenehm, aber wenn die ganzen Reserven dann wirklich mal verballert sind in ein paar Jahren, dann wird es natürlich auch für Russland wirklich unangenehm. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass der Ölpreis mittelfristig wieder steigt. Das ist nochmal Brent-Öl, diesmal auf 10 Jahre. Und die Situation, die wir jetzt haben, die gab es schon mal. Und zwar 2014, 2015. Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, nach der Finanzkrise ist es ja der Weltwirtschaft nicht besonders gut gegangen. Aber der Ölpreis war trotzdem sehr hoch. Und durch diesen hohen Ölpreis, da ist diese ganze Fracking-Industrie auch hochgekommen in den USA. Und Ölsandabbau in Kanada und so weiter. Und diese ganzen Geschichten, das war alles plötzlich profitabel. Und damals war es Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat damals gesagt, diese ganze Fracking-Konkurrenz, die muss weg. Das war damals der Ölminister Ali Al-Naimi. Das war noch ein echtes Pokerface seinerzeit. Der hat gesagt, wir weiten jetzt die Produktion aus, ohne Rücksicht auf Verluste. Und der Ölpreis ist dann auch wirklich eingebrochen, bis auf 28 Dollar ist er runter. Und damit hat man der US-Fracking-Industrie auch wirklich geschadet. Aber am Ende hat es auch die OPEC nicht durchgehalten. Und man hat dann am Ende eben doch wieder die Produktion gedrosselt. Und der Ölpreis hat sich dann in den nächsten Jahren dann ja auch wieder mehr als verdoppelt. Es kann also schon sein, dass der Versuch diesmal ein bisschen ernsthafter ist. Aber auch wenn er das ist, am Ende brauchen auch Russland und Saudi-Arabien und die ganzen anderen Produzenten einen Ölpreis, der höher ist als jetzt. Und das wissen die auch. Und darauf soll es ja auch rauslaufen, die ganze Geschichte. Und mal abgesehen davon, also je mehr jetzt noch fällt oder je länger er unten bleibt, umso stärker wird dann wahrscheinlich die Gegenreaktion. Das ist schon fast ein bisschen ein Naturgesetz. Aber wenn die das jetzt, sagen wir mal, die halten das relativ lange durch, dann wären die Opfer natürlich wirklich die amerikanischen Fracking-Unternehmen, weil die vergleichsweise teuer produzieren und weil die auch wenig finanzielle Reserve haben. Und die Profiteure am Ende wären dann aber wieder die klassischen Produzentenländer und die krass klassischen Ölkonzerne. Und darum glaube ich auch, dass die Aktien dieser Ölkonzerne, unter anderem eben auch BP und Shell, dass die auf mittlere Sicht eigentlich schon unterbewertet sind.
Und dass wir mit diesen hohen Dividenden, die wir am Markt kriegen, dass wir damit jetzt wirklich schon ein bisschen was geschenkt bekommen. Das ist jetzt noch kein tolles, spektakuläres Geschenk. Das ist momentan nicht die Geburtstagstorte mit Zuckerguss und Marzipan und Pipapo, sondern die hohen Dividenden, die wir kriegen, die sind immer noch relativ teuer erkauft, mit einem erhöhten Risiko und mit sehr viel Unsicherheit. Kann jetzt sein, dass der Ölpreis schnell wieder steigt, kann aber auch sein, dass er jahrelang unten bleibt oder dass er in der Zwischenzeit nochmal um die Hälfte einbricht. Es ist da vieles möglich. Ich bin, wie gesagt, mittelfristig zuversichtlich, aber bis dahin kann noch viel passieren. Und ich glaube auch, wenn dem nicht so wäre, dann würden wir die hohen Dividenden auch nicht kriegen, die der Markt uns gerade anbietet. Dieses Risiko ist einfach da. Gut, was ist also die Empfehlung? Was soll man machen im aktuellen Ölpreisumfeld? Das Erste, was ich Ihnen empfehlen würde, machen Sie Ihren Heizöltank voll, wenn Sie einen haben. Das ist jetzt mal das Naheliegendste. Und was das Ölaktien betrifft, naja, sie sind attraktiv, meiner Meinung nach. Es kann aber schon sein, dass sie da starke Nerven brauchen die nächsten Jahre. Und es kann auch sein, dass sie die noch deutlich billiger kriegen würden die nächsten Jahre. Also wenn man sich jetzt schon welche anschafft, wenn man partout welche haben will, dann würde ich vorschlagen, dass man da vielleicht klein anfängt erstmal. Es ist ja auch eine Frage vom Marktumfeld und das Marktumfeld ist natürlich auch noch sehr, sehr durchwachsen im Moment. Eine weitere Aktie, die auch ganz gut zu dem Thema passen würde jetzt, das ist die Gazprom-Aktie. Ich habe Gazprom auch schon öfter behandelt hier. Ich habe sie Ende 2018 auch zum Kauf empfohlen. Danach haben sie sich auch fast verdoppelt. Inzwischen ist aber auch die Gazprom-Aktie wieder stark zurückgekommen. Gazprom ist natürlich eine ganz spezielle Aktie, aber Gazprom ist auch eine interessante Aktie und sie ist ja jetzt auch wieder relativ günstig bewertet und auch Gazprom hat eine hohe Dividendenrendite. Und ich habe mal Gazprom jetzt auch fest vorgenommen wieder als Videothema. Ich weiß, ich habe andere Einzelaktien als Thema auch fest versprochen. Geely zum Beispiel. Geely laufen uns momentan aber auch nicht weg. Also momentan sind natürlich andere Themen als diese Einzelaktien ein bisschen dominanter. Aber ich werde hier auch wieder mehr Einzelaktien machen, auf jeden Fall. Man muss sich ja vielleicht auch früher oder später wirklich wieder mal die Frage stellen, was ist momentan am Markt attraktiv und wo kriege ich was für mein Geld? Und nicht immer nur, wo geht jetzt der Markt hin? Aber natürlich stellt sich die Frage mit dem Markt momentan auch sehr dringend. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich freue mich natürlich auch über jeden, der in weiser Voraussicht den Kanal schon mal abonniert. Wir werden mit Sicherheit viele sehr interessante Aktien noch behandeln in den nächsten Monaten. Und es ist ja auch so, es ist ja jetzt schon so, es gibt relativ viele gute Aktien, die auch wieder schon wieder erstaunlich günstig sind, gerade in Schwellenländern. Wenn Sie den Kanal abonnieren, im Übrigen, dann auch immer die Glocke drücken gleich, dann sehen Sie nämlich auch, wenn die neuen Beiträge da sind. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuschauen als erstes. Bis nächste Woche und Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Bis dann.